Hallo Leute. Ja, ich habe hier gerade wieder ein Video gesehen von dem Reichelt. Der hat irgendwo eine Veranstaltung gemacht. Und ich mal rübergegangen zu den Demonstranten, die gegen ihn demonstrieren. Ich zeig's mal kurz rein hier. Sie sind bestens vorbereitet. Und wir fragen uns natürlich, wie kommen solche jungen Menschen dazu, darüber entscheiden zu wollen, mit wem man reden darf, wer noch eine Bühne haben darf. Und sobald die Ampel natürlich auf grün ist, werden wir genau diese Fragen an diese engagierten jungen Menschen stellen. Alerta, Alerta, Antifaschisten. So, jetzt ist die Ampel grün. Polizei kommt Jetzt raus. ist die Ampel grün. Das klingt schon mal ganz gut. So, und jetzt fragen wir hier mal in die Runde. Guten Abend, Julian Reichelt. Warum bist du heute Abend hier und warum glaubst du, dass ihr darüber entscheiden solltet, wer noch eine Bühne bekommt, wie es bei eurem Aufruf heißt? Reichelt, Reichelt, jetzt reicht's uns. Und kannst du was anderes als Reichelt, Reichelt, brüllen? jetzt reicht's uns. Das musst du gerade sagen. Reichelt, Reichelt, jetzt reicht's uns. Also nochmal die Frage: Reichelt, Reichelt, Hast du das jetzt Gefühl, reicht's uns. dass du was anderes kannst als doofe Parolen brüllen? Antifaschista. Irgendwas anderes als Parolen brüllen? Antifaschista. Okay, also hier kein Erfolg. Der junge Herr, der natürlich seine Ohrringe dabei hat, kann nur Parolen brüllen. Fragen wir jetzt die Nächsten. So, fragen wir die junge Dame hier. Guten Abend. Antifaschista. Wir wollen von euch wissen, warum seid ihr heute Abend hier und warum seid ihr der Meinung, dass ihr darüber entscheiden dürft, wer noch in Deutschland reden darf. Antifaschista! Alerta! Alerta! Sehr gut. Ich finde es eigentlich, muss zwar lachen, aber eigentlich ist doch scheiße, was ihr macht. Ihr stellt euch dorthin, brüllt sinnlose Parolen, aber mal ordentlich mit jemandem reden und sagen, was eure Ängste sind, warum, was man, weswegen ihr auf die Straße geht, sagt keiner. Da steht bloß da, wir mögen dich nie. Also, für mich ist das Hass und Hetze. Die kennen den nie, aber hassen den. Wenn man gegen was ist, muss man sich doch hinstellen und die Sache begründen und dann mit den Leuten reden, was macht ihr falsch, was ist der Fehler, dann kann man drüber diskutieren. Dann so, genauso hier mit dem Weichreiter nennt er sich, der filmt immer auf Demos und will mit links und mit rechts quatschen und mit denen halt reden. Die Rechten, die sind ganz offen, die reden, was ihre Befürchtungen sind und was die für Probleme haben. Aber wenn du zu einer linken Demo kommst, dann versuchen die dich schon mal mit Ja, Blicken das ist völlig normal. abzuschirmen, dass der nicht sehen kann, was da ist Das ist und halt einfach völlig normal, dass die halten irgendwie den auf der von der Straße Demo rumlaufen, ab. um einen über. Wo in Dresden auch schon mal echt bedroht wurde und die Polizei aber daneben stand, deswegen haben die sich dann doch nicht getraut. Aufgewachsen bin ich in der DDR. Aber 89 war ja dann die Wende. Vorher durfte man auch nur mit Leuten reden, wenn man die länger kannte und wusste und davon ausgehen konnte, die sind nie bei der Stasi. Jedenfalls dann kam die Wende und wir hatten echte Demokratie und auch Rede- und Meinungsfreiheit. Und das ging so nie wie heute, wo du gleich als Nazi tituliert wirst, bloß weil du eine andere Meinung als dein Gesprächspartner hast, sondern da konnte man sich wirklich noch über Sachen unterhalten, wie man denkt, wie man eine Sache, eine politische Entscheidung oder auch was weiß ich, ob man die gut findet oder nie. Und man hat dann auch in Ruhe sagen können, warum
bin ich dagegen, beziehungsweise der andere hat dann seine Gründe gesagt. Und manchmal hat man sich dann zu Hause nochmal überlegt, wenn der sagt, der ist dafür und sowas da sagt, hat man seine Meinung noch geändert. Die Antifa-Leute, die hier demonstrieren, die wollen doch gar nicht, dass das seine Meinung eventuell ändert und einen Schritt zugeht auf die. Die hassen den einfach und wollen den weghaben. Das ist mein Eindruck jetzt von der Sache. Heute redet man mit einem, der rechts ist und wird als Nazi hingestellt, bloß weil man mit dem geredet oder vielleicht sogar mal ein Bier und mal zugeprostet hat. Wenn du früher eine andere Meinung hattest als sein Gesprächspartner und du hast dich dann gestritten und keiner wollte einen Schritt auf den anderen zugehen oder sowas, da haben wir gesagt, okay, wir wechseln das Thema, reden wir mal über unsere Hobbys und trinken erstmal ein Bierchen miteinander, dass man runterkommt. Das könnt und wollt ihr gar nicht, oder? Du bist doch ein smarter junger Mann. Schaffst du es, eine Frage zu beantworten? Kannst du beantworten, warum du heute Abend hier bist? Was dich persönlich politisch antreibt? Hast du manchmal das Gefühl, dass bei all diesen Parolen Hass und Hetze, gegen Hass und Hetze, du noch in der Lage bist, eigene Gedanken zu formulieren über solche Parolen hinaus? Weil du so ein schönes Megafon hast, darf ich dich fragen, warum es kein Recht auf Reichelpropaganda gibt? Es gibt kein Recht auf Reichelpropaganda. Es gibt. Alerta! Wie viel Prozent holt Robert Habeck als Kanzlerkandidat? Alerta! Antifaschista! Glaubst du, dass man Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnen darf? Ja, irgendwie normal ist das nie. Keiner, wenn man dagegen diesen Weichschreiter, den ich vorhin mal kurz eingeblendet habe, sieht, Rechte reden mit dem und, aber wenn man auf so einer linken Demo Leute fragt, die wollen alle nicht sagen, was die wollen. Die wollen einfach bloß stumpf suchen, wahrscheinlich. Also ich meine Vermutung, wenn ich sowas höre und sehe, ich will jetzt hier keinen beschuldigen, der ist wirklich so oder sowas, aber wenn ihr euch so gebt, da könnt ihr natürlich eure Meinung nirgends vorbringen und keiner kommt auf die Idee und findet das gut, was ihr macht. Wir leben in einer Demokratie. Hier hat jeder Recht auf seine Meinung. Und Ende. So Leute, hier hinten ist ein bisschen ruhiger, vielleicht können wir hier in Ruhe reden. Glaubst du, dass Robert Habeck der richtige Kanzlerkandidat für die Grünen ist? Reichelt, Reichelt, jetzt reicht's uns. Hast du keine andere Ansicht als das, was die anderen dir vorplappern? Kein Recht auf Reichelt-Propaganda. Wie viele Parolen habt ihr für den heutigen Abend vorbereitet? Also wir haben jetzt kein Recht auf Reichelt-Propaganda. Wir haben Alerta, Alerta, Antifaschista. Wie viele weitere Parolen habt ihr noch vorbereitet? Auf Reichelt-Propaganda. Okay, nicht zu erfahren.